Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute kannst du ganz fokussiert bleiben und im Moment ankommen. Das ist auch deine passende Intention. Ich bin fokussiert und innerlich ruhig. Du kommst bitte in den Vierfüßlerstand und leg dir eine Decke unter deine Knie. Schließ mal deine Augen bitte und atme lang und tief ein und vor allem vollständig aus. Atme tief ein über die Nase und gefühlt über die Hände, über die Knie, über die Füße ausatmen. Verbinde dich mit deinem Körper, mit dem Boden. Und aus dieser Ruhe lässt du Bewegung entstehen in Katze, Kuh, wirst ausatmen rund. Bauchnabel zieht nach innen, Kinn Richtung Brustbein. Ein Einatmen kippst du in eine Rückbeuge. Und das machst du für dich ein paar Mal. Ein- und ausatmen. Werde länger und ruhiger in deiner Atmung. Kommst du einatmen, zurück in eine neutrale Position, dein Rücken bleibt lang, öffne die Augen und du streckst das linke Bein zur Seite, dein linker Fuß in Höhe vom rechten Knie, gut geerdet, drückst den linken Fuß in den Boden und von hier aus lässt du eine Bewegung im Becken entstehen, indem du das Becken nach vorn, nach links und nach rechts bewegst, also kreisende Bewegung. Schließ die Augen, lass deinen Kopf angehoben. Und als Unterstützung heute, um die innerliche Ruhe zu finden, kannst du diese 432 Herzmusik ganz intuitiv auf dich wirken lassen. 432 Hertz bedeutet 432 Schwingungen. Das ist die Schwingung unseres Herzens, unseres Universums, Schwingung deines Gehirns. Und dann mal die Kreise mal in die andere Richtung. Lass dir Zeit. Schließ die Augen. Und es wird gesagt, dass diese Herzfrequenz dich mehr ins Bewusstsein bringt, dich in den Moment bringt. Dann komm langsam zurück, linkes Knie wieder nach hinten ziehen, also wieder an, Vierfüßlerstand, rechter Fuß zur Seite für die andere Seite, gut geerdet, schließ die Augen und dann starte mit deinen kreisenden Bewegungen, lass die Bewegung im Becken, in der Hüfte ankommen. Du kannst das Becken nach vorn, nach links, nach rechts ziehen, indem du das rechte Bein beugst. Sind so die besten Übungen auch, um Rückenschmerzen aufzulösen, dem unteren Rücken mehr Raum zu geben, den Bandscheiben Entlastung. Dann kannst du mal in die andere Richtung kreisen. Aber bleib fokussiert auf deinen Atem. Das bedeutet, immer wieder zurückzukehren zu deiner Ein- und zu deiner Ausatmung. Einatmen, ausatmen. Lass den Körper die Bewegung tun und du fokussierst dich auf die Atmung. Dann geht's zurück in die Mitte, Vierfüßlerstand. Leg die Decke zur Seite und ein herabschauender Hund. Im herabschauenden Hund ziehst du einfach mal die Füße abwechselnd Richtung Boden. Bringst mehr Bewusstsein in deine Körperrückseite. Und um den Abstand mal zu überprüfen, geht's einatmen in die Liegestütz. Ausatmen nochmal nach hinten oben. Noch zweimal einatmen, Liegestütz. Ausatmen, herabschauende und Adho Mukha Svanasana. Ein letztes Mal einatmen, Liegestütz.
Ausatmen, herabschauender Hund. Jetzt schau, dass du im Schulterbereich nicht durchhängst, die Schultern ganz leicht an und die Füße wandern zueinander, zusammen. Genau. Du löst die Fersen leicht vom Boden, bringst mehr Aktivität in die Beine zurück und jetzt wirklich langsam hebt das rechte Bein an. Heb's höher, beug es, zieh die Ferse so nah Richtung Gesäß, wie es möglich ist und dann dreh die rechte Hüfte auf. Schau, dass der Unterrücken wieder länger wird, du ziehst den Bauch leicht nach innen, dein Atem fließt. Wenn du magst, schließ die Augen und gib dem Körper Raum, sich zu öffnen. Bleib fokussiert. Jetzt streckst du das rechte Bein aus, drehst den Oberschenkel wieder nach innen zurück und lässt das rechte Bein sinken. Für die andere Seite, rechts erden, heb links an, so hoch wie es geht. Beug links, dreh langsam bewusst die linke Hüfte höher, Richtung Decke. Und dann ziehst du die unteren Rippen wieder leicht nach innen und atme. Lass die ganze linke Körperseite sich öffnen, weit werden. Bleib fokussiert auf deinem Atem, ein- und ausatmen. Sehr schön machst du das. Streck das linke Bein aus. Dreh den Oberschenkel zurück, auf den Boden führen, den linken Fuß, schau nach vorn. Und für die Taube ziehst du dein rechtes Knie zur rechten Hand nach vorn, bleib geerdet, leg dein linkes Knie ab. Und dann kannst du dich aus dem Becken nach vorn unten sinken lassen. Anja, du kannst dein Kniestückchen nach rechts schieben. Gönn dir ruhig ein bisschen mehr Abstand zu Hause. Und dann kipp nach vorn, mach zwei Fäuste und leg die Stirn auf die obere Faust. Jetzt kannst du die Ellenbogenstückchen weiter auseinanderziehen, entspann die Schultern. Und heute streckst du auch den linken Fuß mal nach hinten aus, gut geerdet über den linken Spann. Drück die linke kleine Zehe fester in den Boden. Und gib damit den Impuls, die linke Hüfte leicht nach vorn zu ziehen. Ganz schön. Und jetzt atme. Atme und bleib fokussiert, konzentriertes Ein- und Ausatmen. Das ganze Prinzip von Yoga lässt sich so zusammenfassen. In dem Moment, wenn du dich auf ein was konzentrierst, wie jetzt auf die Atmung, kannst du nicht gleichzeitig an was Zweites denken. Und das bringt dich in die Ruhe, in die Entspanntheit. So leicht kann es sein. Jetzt bringst du die Hände zurück unter die Schultern, Finger weit auseinander, gut geerdet, setzt die Zehen wieder auf. Und dann streckst du dich zurück in den herabschauenden Hund und schiebst nochmal das rechte Bein hoch zur Decke. Wieder zurück, ziehen, heb linkes Bein an, bitte. Beug es, schau nach vorn, taube links, linkes Knie an, die linke Hand. Du kennst den Weg in die Taube, lass dich sinken. Genau. Mach gern zwei Fäuste. Streck den hinteren Fuß aus. Vielleicht ist es neu für dich, aber bring einfach ein bisschen mehr Abwechslung in die Yoga-Praxis. Und auch wenn sich Dinge verändern, du bleibst fokussiert und mit dir selbst in Verbindung. Nimm den Atem wahr, wie er über die Nase ein- und ausströmt, wie du mit jeder Ausatmung körperlich, aber auch mental Entspannung findest.
löse dich jetzt aus der Übung, indem du die Hände zurückbringst und die Schultern, setzt die Zehen vor deinem rechten Fuß hinten auf, gut geerdet, linkes Bein nochmal Richtung Decke nach oben, herabschauender Hund, heb nochmal bitte das linke Bein an, zurück, rechtes Bein anheben, zurück, lauf mit den Füßen Richtung Mitte deiner Matte, Hände Richtung Füße und dann geht's in die Hocke Malasana. Bring die Füße ein Stückchen weiter auseinander, Hände zum Herzen. Bleib mit deinem Atem im Austausch, im Kontakt. Öffne die Augen. Komm bitte auf die Fingerkuppen. Wir verbinden das mit einer Drehhaltung. Und so wie die Anja das macht, drückst du die Knie von außen gegen die Oberarme. Und dann streck mal den rechten Arm Richtung Decke weiter nach oben. Öffne dich, zieh dich lang. Und dann ausatmen, wieder zurück. Für die andere Seite heb den linken Arm an. Öffne dich. Ausatmen, zurück. Und jetzt darfst du dich auf eine Decke setzen, leicht erhöht. Obwohl, streck einfach mal die Füße nach vorn aus. Die Hände stützen ab und du drehst einfach nochmal die Füße, die Beine so ein bisschen nach links, nach rechts. Mach das ein paar Mal. Schließ für einen Moment die Augen. Gönn dir ein tiefes Ein- und Ausatmen. Lass wieder Ruhe im Körper entstehen. Und dann öffnest du bitte die Augen und du kannst sitzen bleiben und ich mache direkt mit. Du ziehst mal bitte das linke Bein zu dir heran, den linken Fuß. Und dann geh die linke Hand an deinen linken Fuß und hebst das linke Bein an. Schienbein geht parallel zum Boden. Genau. Zieh dein linkes Knie ganz weit nach hinten und die rechte Hand geht mit an deinen linken Fuß. Und wenn es deinen Körper zulässt, ziehst du deinen linken Fuß weiter nach rechts. Ja. Du kannst hier bleiben oder deine linke Fußsohle geht in die rechte Armbeuge. Und dann kannst du die linke Hand von außen um deinen Fuß wickeln. Genau, ist doch schön. Schultern entspannt. Und das, was die Anja schon intuitiv macht, kannst auch du machen, so ganz leicht. Eine Bewegung entstehen lassen aus dem linken Hüftgelenk heraus. Mach das mal langsamer, fast in Zeitlupe. Und wenn du das mit ganz viel Fokus machst, mit ganz viel Achtsamkeit, kannst du schon die Bewegung im Hüftgelenk spüren. Wie der Oberschenkelknochen im Hüftgelenk, in der Hüftgelenkspfanne rotiert. Die Verbindung zum Körper aufbauen. Das ist ein Ziel der Yoga-Praxis. Und dann atme aus, öffne die Augen, löse mal bitte auf, ausstrecken. Wechsel, zieh das rechte Knie, den rechten Fuß zu dir heran, rechte Hand zur rechten Fußaußenseite. Schön weit nach hinten ziehen erst. Dann platzierst du deinen rechten Fuß weiter nach links und findest die Bewegung, die geht. Linke Hand zum rechten Fuß oder umarmen. Schließ die Augen. Und wenn du deinen Fuß in die linke Armbeuge gebracht hast, kannst du das mal bitte ausprobieren. Ganz liebevoll drückst du die Fußsohle mehr in die linke Armbeuge, spürst den Widerstand. Genau, Gesäßmuskulatur, ne? Wunderbare Dehnung jetzt. Und du atmest. Ruhig, entspannt. Ganz mit dir in Verbindung. Atme aus, löse auf und streck nochmal beide Beine nach vorn aus. Platziere die Arme nochmal großzügig hinter deinen Körper, komm auf die Handflächen. Arme sind mikro gebeugt, um die Ellenbogen zu entlasten, die Füße kippen auseinander. Gib nochmal den Herz an, lass so eine leichte Rückbeuge entstehen. Atme, tiefes Ein, tiefes Ausatmen. Nochmal den ganzen Brustraum füllen.
Dann atme aus, öffne die Augen. Dein Oberkörper geht zurück in eine neutrale Position. Jetzt beugst du. Anja, du drehst dich jetzt am besten mal nach vorn. Beugst du die Beine, kannst auch hier sitzen bleiben. Stellst einfach die Füße auf vor deinem Gesäß. Und platziere die Füße so hüftgelenksbreit, sodass du auf den Fersen angekommen bist. Den linken Fuß lässt du, wie er ist. Rechte Knöchel vor dein linkes Knie. Jetzt kannst du die Hände wieder abstützen und ziehst aber deinen linken Fuß ein Stückchen näher zu dir heran. Vielleicht kommst du auf die linke Fußsohle, gut geerdet. Jetzt ganz entspannt nach links und rechts schaukeln. Du ziehst die Schulter nach hinten, indem du ganz leicht die Ellenbogen zueinander drehst. Es gibt hier eine schöne Variante. Dreh mal die Finger nach vorn. Zieh deinen linken Fuß ein kleines Stückchen näher heran. Jetzt drückst du den linken Fuß fest in den Boden. Wir machen hier alles live, haben nichts vorher geübt. Drück die Hände in den Boden, heb dein Gesäß an. Knacks. Bei Anja hat es wunderbar geknackt. Die rechte Hüfte kippt nicht runter, die hebst du höher. Bauch aktiv. Atmen. Brauchst du jetzt ein paar Bauchmuskeln. Und dann ausatmen, wieder zurück. Schön gemacht. Auflösen. Und zwar die Handgelenke drehen, Finger verschränken. Mal in die andere Richtung. Wieder zurück. Die rechte Ferse berührt den Boden, linke Knöchel vor dein rechtes Knie. Stütz dich gern nochmal ab mit deinen Händen, wandere mit deinen Füßen ein Stückchen näher. Kannst gern die ganze Fußsohle in den Boden drücken und dann schaukelst du nach rechts und nach links. Bleib mit deinem Atem in Kontakt. Die Yoga-Schriften bezeichnen die Atmung als Durga Sukshma, lang und fein. Ein gleichmäßiger, langer Atem, ganz ruhig. Und dann wieder zurück in die Mitte kommen. Gut geerdet über den rechten Fuß, über die Hände. Und vielleicht gehst du mit uns in diesen dreibeinigen Tisch. Die linke Hüfte sinkt nicht, die hebst du höher. Schulterblätter zueinander, Blick geht hoch zur Decke. Atme. Bleib fokussiert. Ausatmen, zurück. Löse den Knoten auf. Verschränk nochmal die Finger, die Handgelenke drehen. Jetzt bist du vorbereitet für unsere Hauptasana, die Übung aus dem Titelbild. Kommst zum Stehen in die Mitte deiner Matte. Als ich die Übung das erste Mal gemacht hatte, es war so ein Gefühl, als würde ich fliegen, und es war für mich nur möglich, dass ich bin fokussiert geblieben. Und das ist die Grundidee dieser Übung. Bring mal die Füße zusammen. Egal, ob das jetzt bei dir auf Anhieb klappt oder nicht. Das ist ein Ausprobieren. Du beugst beide Beine. Drückst den linken Fuß fester in den Boden und platziere den rechten Knöchel auf dein linkes Knie. Soll ich dich festhalten? Genau. Jetzt Hände an die Hüfte. Bleib fokussiert. Such dir einen Punkt vor deiner Matte und da bleibst du. Halte das. Und jetzt lass dich aus dem Oberkörper nach vorn sinken, parallel zum Boden. Das schaffst du. Das halten, bleib fokussiert. Und jetzt streck die Arme zur Seite. Flieg, strahl, genau das. Super, geht doch gut. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, auflösen. Hände zum Herzen, Fuß auf den Boden stellen. Schließ die Augen. Spür dich, spür deinen Herzschlag. Und dann öffne die Augen. Löse die Hände. Gib ganz viel Gewicht auf den rechten Fuß, gut geerdet.
beug beide Beine und platziere jetzt deinen linken Knöchel auf dein rechtes Knie. Sehr schön. Zehen aktiv, Hände an die Hüfte. Kipp mit deinem Oberkörper nach vorn, parallel, aber heb die Schultern an. Fokussiere wieder einen Punkt vor deiner Matte. Bleib dort, atme und jetzt streck die Arme zur Seite aus wie Flügel. Lass die Arme Verlängerung deines Herzens sein. Spür. Na Anja, wer hätte das gedacht heute noch? Tiefe Atemzüge. Flieg. Einatmen. Komm nach oben. Löse auf. Hände zum Herzen. Füße gut geerdet. Nimm den Herzschlag wahr. Ganz schön. Atme aus, löse die Hände und dann kommst du auf dem Rücken an. Es gibt jetzt noch eine ganz entspannte Abschlusssequenz für dich, passend zu den jetzigen Übungen. Füße aufstellen, vorm Gesäß, also Beine beugen. Du hast die Fersen ungefähr unter den Knien, also nicht so eng rangezogen. Füße hüftgelenksbreit. Gibt es den schönen Yoga-Lehrer-Witz, deine Hüften, die sind nicht so breit. Gut. Rechte Knöchel auf dein linkes Knie. Dann zieh das linke Knie zu dir heran, die Hände zum linken Schienbein. Rechter Arm geht durch, die Oberschenkel durch. Und jetzt bleib mal mit deinem Atem im Kontakt, entspann die Schultern. Ruhige Atemzüge. Und wirklich minimal zieh das linke Knie ein Stückchen näher. Und du könntest mit deinem rechten Ellenbogen den rechten Oberschenkel gleich nach vorne drücken. Du bist so in deiner Körpermitte angekommen. Lass Ein- und Ausatmung gleich lang werden. Und dann gönnen wir uns noch mal was Schönes. Öffne mal die Augen, lass die Füße wie sie sind und streck einfach das linke Bein hoch zur Decke. Dann löst die Arme, heb den Oberkörper an und verschränk die Finger hinter deiner linken Oberschenkelrückseite, Wadenrückseite, besser gesagt. Finger richtig schön eng zueinander, Oberkörper angehoben, beug die Arme ganz leicht, bleib fokussiert, schieb die Ballen vom linken Fuß höher und wirklich wenig, schaukel mal nach links und nach rechts. Ja. Wieder zurück, auflösen, ausstrecken. Streck die Arme nach hinten, die Füße weit nach vorn, zieh dich lang. Und dann kommst du selbstständig auf die andere Seite, nochmal die Beine beugen. Linke Knöchel vor dein rechtes Knie, zieh dein rechtes Knie heran. Hände zum Schienbein, zu den Oberschenkelrückseiten, da wo es passt. Kopf ist abgelegt. Entspann das Ein- und Ausatmen. Ruhiges Ein, ruhiges Ausatmen. Mit deinem linken Ellenbogen schieb den linken Oberschenkel leicht nach vorn, rechtes Knie liebevoll heranziehen, nimm den Unterschied wahr. Und dann öffne die Augen, löse die Hände, streck das rechte Bein nochmal hoch zur Decke. Genau, die Hände gehen Richtung Wade. Kannst den Oberkörper gern anheben. Bauchdecke aktiv, Arme mikro gebeugt. Und dann schaukelst du nochmal so ein bisschen nach links und ein kleines Stück nach rechts. Löse auf, zum Abschluss streck dich nochmal lang, die Füße weit nach vorn, die Arme weit nach hinten. Dehn und streck dich,
Zieh dann die Knie zu dir heran und du kommst schaukelnd hoch zum Sitzen. Setz dich erhöht auf eine Decke. Führ die Hände vor deinem Herzen zueinander. Bedanke dich nochmal bei dir selbst für die Übungspraxis, für die Möglichkeit, über eine achtsame Yoga-Praxis immer wieder neu den Fokus zu finden. Atme aus, öffne deine Augen, löse die Hände. Ja, liebe Anja, danke, dass du mit mir immer so die Matte beehrst. Danke für dich zu Hause, dass du so regelmäßig mit uns übst. Empfehle uns gern weiter. Schreib uns einen Kommentar, was du dir so wünschst, welche Stunden du gern magst. Und wir drehen die Videos ja für dich. Hab einen wunderbaren Tag. Hier gibt es weitere entspannte Videos und hier kannst du den Kanal abonnieren. Wir sehen uns wieder auf der Matte.